Orkan Sabine. The day after. Tja, ist wieder einiges runtergekommen. 2 Minuten bevor ich hier angefangen habe zu filmen. Mal gucken, ob ihr das da hinten sehen könnt. Die jetzt genau in der Mitte des Bildes sind. Die sind gerade vor 5 Minuten sind die alle umgekippt. Da hinten die Kameraden. Seht ihr die? Mal gucken, ob ich schon mal näher ranzoomen kann. Da, alle runtergekommen. Ja. Tja, willkommen zum neuen Video. So, the day after, ein Tag nach dem Orkan Sabine. Wir haben auf der Arbeit auch viele Orkane. Orkan, Taifun. Ja. An der Stelle, Taifun. Nee, Spaß beiseite. Wir erleben jetzt hier im Rhein-Sieg-Kreis, also Warnerheide, Ausläufer der Warnerheide noch, die Ausläufer von Sabine. Die Nachtzügler. Ich bin gestern nach dem Video noch 2 Stunden bei Frau Brehm gewesen. Und dann haben wir Besuch bekommen vom Wolfgang Lantelme von passionfrance.de. Und er musste nach Gütersloh und ich sagte dann ganz kurz entschlossen mit Frau Brehm zusammen, ob er mich mitnehmen kann, weil es war abzusehen, dass die Züge ausfallen. Ja, ich hatte ja für euch noch dieses Video gemacht, dieses Prepper-Video. Wie bereitet ihr euch auf die Katastrophe vor, wenn irgendwie, wie bereitet ihr euch darauf vor, wenn zum Beispiel ihr keinen Strom mehr habt, Wasser und so weiter, so eigentlich die essentiellen Sachen. Also ich bin dann mit dem Wolfgang in den Rhein-Sieg-Kreis gefahren, er musste weiter nach Gütersloh und es war auch genau die richtige Entscheidung. 3 Stunden später fuhr kein Zug mehr. Ja? Also vorausschauend geplant. Ja. Ich weigere mich ja mannhaft seit Jahren Pkw zu fahren als Berufskraftfahrer, wo ich jeden Tag 200 bis 300 bis 400 Kilometer schrubb, was im Nahverkehr schon was ordentlich ist. Für einen Fernverkehrsfahrer ist das ja nuscht. Weigere mich ja statthaft oder mannhaft ein Auto zu kaufen. Ich habe da keinen Bock drauf. Autos verursachten Kosten. Ja, also waren 3 Stunden später waren die Zugverbindungen obsolet. Kein Zug fuhr mehr. Oh, also die richtige Entscheidung. Frau Brehm hätte ich den Weg auch nicht gerne zugemutet. Ja, zumal der Junior noch ein bisschen kränkelt. Entschuldigung, wenn es jetzt hier ein bisschen windig ist. Ich sag's ja, die Ausläufer von Sabine, die flattern hier noch ein bisschen. Da hätte ich dann zu Hause angefangen, schon mal was vorzukochen. Für den Notfall, obwohl ich habe zu Hause einen Gaskocher. Ja? Ich habe Gaskocher, ich könnte auf dem Balkon auch mit Holz, mit der Firebox, der Bushbox und weiß der Kuckuck was. Ja, ich habe zu Hause eigentlich im Prinzip 2 Gaskocher. Das ist so ein Campinggas-Ding, ne? Wo ein Topf drauf gestellt wird. Oder halt so einen, wie man den so kennt, für die Backpacker. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Ja, so ein bisschen nach oben gucken. Ja. Ja. Seht ihr das hier?
gut was los. Und so gegen 7, 8 Uhr fing es dann an, luftig zu werden. Ja? Ich hätte dann schon im Schlafzimmer den Rollladen komplett runter, weil hinten haben wir Bäume stehen. Im vorderen, also nach außen, ihr kennt das noch, die alten Videos vom Balkon. Eigentlich eher weniger, aber umherfliegende Teile. Ja? Umherfliegende Teile. Das ist immer, man muss auch ein bisschen aufpassen, ob nicht doch irgendwas runterkommt, obwohl ich den Wald hier schon sehr gut kenne. Dass umherfliegende Teile einem durchs Fenster fliegen, da ist es mir lieber, die fliegen gegen den Rollladen und dann ist vorbei. Ich bin dann so gegen 9:30 in mein Bett und habe mich von diesem Sturm praktisch in den Schlaf wiegen lassen. Also ich habe einen sehr guten Schlaf. Also ich kann auch draußen schlafen, ohne dass ich irgendwie mich durch Geräusche irgendwie irritieren lasse. Da bin ich dann so gegen 2:30 aufgestanden und mich so langsam fertig gemacht. Und ich denke, so draußen hörst du gar nichts. Ich meine, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Und bin dann zu meinem LKW gelaufen. Das war wirklich Totenstille. Und ich habe schon gedacht, mal gucken, vielleicht sind die alle schon tot. Vielleicht hat die Erde aufgehört zu existieren. Und du bist der Einzige, der in so einer Zeitschleife gefangen ist. Spaß. Aber nun ja. Und fahre dann so auf die Flughafenautobahn. Von der Flughafenautobahn geht es ein Stück auf die A3 und dann auf die Zoobrücke drauf. Und ab der Zoobrücke, als hätte ich es gerochen, wie abgeschnitten, boom, kam über den Rhein der Wind raus. Und ganz Köln war ein pures Chaos an Wind. Jetzt bin ich eh schon ein sehr vorsichtiger Fahrer und habe also meinen Arbeitstag sehr gut rumbekommen. Also ihr seht, ich lebe noch. Erste Tour 2 Kunden, zweite Tour 9 Kunden. Und so im Laufe des Vormittags habe ich schon mit Frau Brehm gesprochen und gesagt, wie sieht's aus mit dem Haus? Steht's noch? Sind die Pfannen noch auf dem Dach? Und sagt alles okidoki. Sagt, guck mal bitte nach der Hütte, ob alles okay ist. Und da hat sie mir ein Video gemacht. Alles gut. Ja? Man hängt an seinem Scheiß. Ja? Wollen wir es einfach mal so sagen. Es ist ein bisschen windig. Ich werde mal meinen Hals ein bisschen. Ja? Jetzt würde mich mal interessieren. Was habt ihr von meinem Video mitgenommen? Was habt ihr, sprich, habt ihr irgendwelche Vorbereitungen noch getroffen? Wie seid ihr durch den Sturm gekommen? Wie seid ihr heute durch den Sturm gekommen? Ich denke, der Sturm müsste jetzt irgendwo im tiefsten Bayern sein. Immer mal nach oben gucken, man weiß ja nie. Wie seid ihr durch den Sturm gekommen? Wenn ihr jetzt irgendwo da in Süddeutschland seid, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es auf den Straßen aus? Wie sieht es in den Wäldern aus? Ihr seht, hier ist einiges umgefallen. Ich hörte von etlichen Unfällen, wo auch ein Jugendlicher zum Beispiel im Wald war und ist da wohl schwer verletzt worden durch einen herabfallenden Ast oder was auch immer. Wer außer mir verrückt geht denn bei so einem Wetter in den Wald? Ja, obwohl, wie gesagt, hier sind nur noch die Ausläufer, alles okidoki und ich kenne den Wald hier wie eine Westentasche. Also, wie seid ihr durchgekommen? Habt ihr irgendwas von dem befolgt, was ich euch als Tipp gegeben habe? Und jetzt? Tatütata. Nun gut, also hinterlasst mir was in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr noch mitten im Sturm seid, kommt gut durch den Sturm. Am besten bleibt zu Hause. Rollladen runter, macht's euch gemütlich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss Mario, schwenkt die Hut, tschüss Herr Ab und schwenkt die Kapp. Be prepared.